Als wir nach Sachsen-Anhalt kamen, wir hatten in unserem Dorf so ein Dorf-Nazi, das gehört zum Standardpaket, dann ist es ostdeutsche Dorf, du hast ein Rathaus und ein Dorf-Nazi. Wobei, ich habe letztes Jahr in Leipzig gespielt, jemand aus dem Publikum meint so, hey, stimmt nicht, manche Dörfer haben kein Rathaus. Fair enough. Wir hatten ein prächtiges Exemplar von einem Dorf-Nazi. Lutz Badke heißt er. Lutz Badke ist, jemand hat Lutz Badke mal als ein optisches Gedicht beschrieben. Und ich, warte, ich zeige ihn euch, ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist Lutz. Guckt euch mal den Hitlerbart an. Das ist, sein Hitlerbart ist präziser als Hitlers Bart. Das ist Lutz. Hey, business in the front, party in the back. Möchtest du das haben, Roland? Wir können so ein Gewinnspiel machen. Wer verliert, muss es mitnehmen. Ich versteck's. Oh Mann, Lutz liebt Hitler. Oh, ist der ein Hitler-Fan. Oh mein Gott, der liebt Hitler. Der hat Hitler als Bildschirmschoner, kein Scheiß. Er hat Hitler als Bildschirmschoner. Er feiert jeden 20. April feiert er Hitlers Geburtstag. Feiert er für Geburtstag, jeden 20. April. Er grüßt unseren Busfahrer mit einem Hitlergruß. Der Schulbusfahrer, das ist... Leute aus Ostdeutschland werden wissen, wovon ich spreche. Das ist nicht... Es gibt so einen Lutz in vielen Dörfern. Aber unser Lutz ist der Lutzigste. Also, als wir nach Sachsen-Anhalt kamen, dieses Dorf, war Lutz nicht nur Schornsteinfeger. Schornsteinfeger sind Beamte, die arbeiten für den deutschen Staat. Nicht nur das, er war Fußballtrainer. Und er hat die F-Jugend trainiert. F-Jugend sind so 6- bis 7-Jährige. Ja, ja, und jetzt nicht mehr. Wegen meiner Mutter. Meine Mutter gibt keinen Fick. Meine Mutter ging hin, sie ging zur Presse, sie ging vor Gericht. Und jetzt, wenn dieser Neonazi meine Mutter auf der Straße sieht, wechselt er die Straßenseite. Leute denken so, hey, ich bin Antifaschist, weil ich habe einen Twitter-Account. Wirklich, meine Mutter geht nach Sachsen-Anhalt und vertreibt die Nazis aus ihrem natürlichen Habitat. Ja. Habt den Glorious Bastards geguckt? Kennt ihr den Bärenjuden? Das ist meine Mutter. Das Ding ist mit Schornsteinfeger, die dürfen in jedes Haus rein, was einen Kamin hat. Du musst sie reinlassen. Und meine Mutter, die Tochter eines Holocaust-Überlebenden, musste den Typen reinlassen. Und es war wirklich, die Verführung war schon da, wenn so ein Typ in deinem Schornstein ist. Payback, wisst ihr, was ich meine? Kleines Feuer, komm, ein bisschen. Bisschen, wenn er es fängt, sein Problem. Und dann dachte er, wir wussten von nichts. Also, keine Ahnung, was da.